Miss Sophie fuhr mit den Fingerkuppen ihrer rechten Hand über den geblümten Stoff des Clubsessels. Vorsichtig, als wäre er ein gefährliches Tier, das gleich zu erwachen drohte. »Sehr originell«, sagte sie und gab dem Sessel einen Klaps. James näherte sich dem kleinen Tresen des Clubs. Seine Augen waren auf die Flaschen geheftet, die nebeneinander gereiht auf dem Glasbuffet standen. Seine Zunge fuhr über die Unterlippe. »Der Chief Inspector wird sicherlich gleich kommen«, sagte Ogerty. Er hatte die Wartenden schon dreimal vertröstet. Kein Wunder, dass sich auf Miss Sophies Stirn die Zornesfalten immer tiefer eingruben. Vielleicht war es ja auch eine Strategie des Chief Inspectors. Weichkochen nannte man das wohl. Plötzlich schwang die Tür auf und De Craven betrat mit tänzelnden Schritten den Paradise Polo Club. Vergnügt rieb er sich die Hände. »Miss Sophie, ganz herzlichen Dank, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind.« Miss Sophie spitzte den Mund und setzte sich auf den Clubsessel. »Wie könnte ich eine solch liebenswerte Bitte ausschlagen, mein lieber Inspektor? Aber verzeihen Sie mir, ich habe nicht den Schimmer einer Ahnung, wohin das führen soll.« Der Chief Inspector rieb sich weiter vergnügt die Hände. »Während Sie auf dem Weg hierher waren, habe ich mich in Rosen Manor noch einmal umgesehen.« Miss Sophie sprang von ihrem Sessel und rang nach Luft. »Sie haben zum zweiten Mal die Unverfrorenheit besessen, in meiner Abwesenheit?« Die Stimme des Chief Inspectors war überbetont freundlich. »Nun, Miss Sophie, es handelt sich schließlich um Mord.« »Mit dem ich nicht das Geringste zu tun habe. Ich sage ja immer, eine Familie kann eine Heimsuchung sein.« »Wir werden sehen«, sagte der Chief Inspector und verließ den Raum. Als er zurückkehrte, balancierte er einen großen Karton vor seiner Brust. Umständlich förderte er einen schlammbespritzten Umhang hervor. Ogerty hätte darauf wetten können, dass der Butler gerade für einen kurzen Moment die Augen zusammenkniff. »Da haben wir das Kleid einer mysteriösen Reiterin. Und hier«, der Chief Inspector zog einen ausgewaschenen und zerknitterten Overall aus dem Karton. James räusperte sich vernehmlich, musterte dann aber leise vor sich hin pfeifend die Decke. »Seltsame Fundstücke aus Ihrem Haus, Miss Sophie.« Miss Sophie warf James einen giftigen Blick zu. Der faltete die Hände vor dem Bauch und summte ein Lied. Der Chief Inspector ließ die Kleidungsstücke zurück in den Karton fallen. »Reden wir Tacheles. Einer von Ihnen lockte Admiral von Schneider hierher auf dem Poloplatz. Wahrscheinlich wehnte sich dieser deutsche Militär am Ziel seiner Träume. Er wollte die neue Kanonenzielautomatik höchstpersönlich in Augenschein nehmen oder sogar stehlen. Aber was passierte dann? Wer tötete den Admiral?« Der Chief Inspector drehte sich triumphierend um. »Nun, zunächst hatte ich James im Verdacht, aber wo war sein Motiv?« »Seit wann brauchen Trunkenbolde ein Motiv? Das haben Sie beim nächsten Schluck sowieso schon wieder vergessen.« James musterte weiter stoisch die Decke. »Nun, es scheint so, als pflege Mr. McMullen gewisse antiroyalistische Tendenzen. Als er erfuhr, dass der Admiral mit den Ergebnissen seiner Spionage und mit Hilfe eines Freikorps den ehemaligen deutschen Kaiser wieder auf den Thron heben wollte, fühlte er sich verraten. Außerdem wissen wir um die Eifersucht des Butlers, doch reicht das wirklich als Motiv?« Die Gesichtszüge des Butlers entspannten sich. Ogerty konnte wieder deutlich dieses leise Summen hören, das der Mann von sich gab. Nur war der Klang jetzt etwas zackiger und ähnelte einem Marsch. »Nun, es gibt Zeugen, die diese Kleidungsstücke identifizieren werden.« Miss Sophie gab dem Sessel einen weiteren Klaps. »Chief Inspector, Sie sehen mich über die Maßen bestürzt. Was soll das beweisen?« »Sowohl Sie, Miss Sophie, als auch Ihr Butler waren auf dem Poloplatz. Sie haben sich ein Pferd, nun sagen wir,
entliehen. De Craven zog die alte Ausgabe der Times aus Ogertys Jacketttasche und wedelte damit in der Luft. Auf dem Zeitungsbild posierte Miss Sophie auf einem Pferd. Sie trug ein sportliches Dress. In der linken hielt sie einen Pokal und in der rechten einen Poloschläger. Sie waren eine begnadete Spielerin, deren Treffsicherheit mit dem Bambusball umjubelt wurde. Eine der treffsichersten Frauen in diesem Sport. Ich bin durch den zur Blumenvase umfunktionierten Pokal auf ihrem Tisch darauf gekommen. Ungemein scharfsinnig, Chief Inspector. De Craven warf die Zeitung elegant auf den Tisch. Sowohl an den Ketten des Panzers als auch an einem Poloschläger, beide Tatwerkzeuge sind inzwischen sichergestellt, haben wir Blutspuren festgestellt. Und aus dem Gesicht von Admiral von Schneider habe ich einen Bambussplitter gezogen. Und, Chief Inspector, haben Sie auch einen zugehörigen Bambusball gefunden? Nicht notwendig, Miss Sophie. Kommen wir zum Motiv. Aus dem Karton zog De Craven einige Schriftstücke. Hieraus geht eindeutig hervor, Admiral von Schneider wollte Sie, Miss Sophie, erpressen, um so über Ihre Kontakte ein höchst diffiziles militärisches Geheimnis auszuspionieren. Er verfügte, wie man sieht, über kompromittierende Unterlagen. Miss Sophie zog die Schnüre ihres Stoffbeutels zusammen. Ogerty kam es so vor, als würde sie mit dieser Geste eine Katze erwürgen. »Von solch einem polierten Kretin würde ich mich niemals...« De Craven ließ nicht locker. »Hier steht etwas von einer ihrer Ahnen, Miss Sophie, die nur deshalb in den Adelstand erhoben wurde, weil sie als verdiente Mätresse am Hof über einige Beziehungen verfügte. Nennen wir das Kind beim Namen. Den Adelstitel erhielt sie als Belohnung für ihre freizügigen Dienste.« Und dann ist da von ihrem Kind die Rede, das, wie heißt es hier, in einem zweifelhaften Bezirk Londons an einer Häuserwand gezeugt wurde. Dann haben wir noch den Bericht aus einer Anstalt für geistig Verwirrte. Ogerty beobachtete, wie alle Farbe aus dem Gesicht von Miss Sophie wich. Auf James' Stirn schwollen die Adern, seine Augäpfel rollten. »Ein starkes Motiv, Miss Sophie«, sagte De Craven. »Ich schätze, Sie haben sich den Umhang als Verkleidung umgeworfen. Nur ahnten Sie nicht, dass gleichzeitig auch James zur Tat schritt. Dieser stahl sich aus einer nahegelegenen Kaserne eine Art Panzer.« Er drehte den Kopf in Richtung des Butlers. »Ich weiß zwar nicht, wie Sie, Mr. McMullen, dieses angestellt haben und wie Sie es schafften, dieses Ungetüm zu chauffieren, aber auch das werden wir herausfinden.« Miss Sophie blickte zu James hinüber. Dieser räusperte sich und wandte sich dem Chief Inspector zu. »Ganz unmöglich, Sir, was Sie uns da andichten. Miss Sophie und ich haben an diesem Morgen im Schilf des Lake Gilbert Vögel beobachtet. Heilige Trompeten von Jericho, Sie haben was?« De Craven schluckte. »Wildenten beobachtet, Sir. Miss Sophie betreibt vogelkundliche Studien und hat es dabei zu einem nicht unbedeutenden Wissen gebracht.« Miss Sophie ergänzte: »Ornithologie lautet der wissenschaftliche Ausdruck, Inspektor.« »Das weiß ich.« De Craven verlor die Fassung und sprang auf James zu. Er zog ihn an seinem Jackettkragen zu sich heran. »Sie wollen Miss Sophie doch nicht etwa ein Alibi verschaffen. Diese Dame hätte sie ohne zu zögern ans Messer geliefert. Aber vielleicht soll das ein Dankeschön für das Alibi im Fall Sir Toby sein.« De Craven ließ das Jackett abrupt los und James stolperte rückwärts. »Sind Sie bereit, diesen Schwachsinn zu beeiden, McMullen?« »Sofort, Sir. Die Wildenten...« »Verdammt, hören Sie mir mit dieser Entengeschichte auf!« De Craven ließ sich auf die lederne Chaiselongue fallen.
Ogerty schien zu begreifen. Wenn sich die beiden wieder gegenseitig ein Alibi gaben, dann war kaum etwas zu beweisen. Schließlich gab es weder Augenzeugen noch handfeste Indizien. Miss Sophie stopfte die Unterlagen, die De Craven auf den Tisch geworfen hatte, in ihren Beutel. Mit einem Ruck riss sie die Bänder zu. Ogerty schluckte. »Das sind schließlich Familienangelegenheiten, Chief Inspector, und leider keine Beweise.« Hoch erhobenen Hauptes verließ Miss Sophie den Clubraum, James im Schlepptau. »Geduld, Ogerty. Wir werden dieses Pärchen dingfest machen. Irgendwann machen sie einen Fehler. Irgendwann. Und dann, Ogerty, dann werden wir zur Stelle sein.« Am Rande des Poloplatzes wandte sich Miss Sophie an James. »James, ich denke...« James blickte ihr tief in die Augen. Sein ganzer Körper spannte sich, wurde zu einer einzigen Erwartung. War jetzt der Augenblick gekommen? Würde sie ihn jetzt erhören? »Ja, Miss Sophie.« »Wir sollten nicht vergessen, dass auch der liebe Gero ein Mitglied der Familie war.« »Ja, Miss Sophie.« »Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren, einen Stuhl am Tisch unseres Herzens freihalten. Ich denke, das sind wir ihm nach dieser Verkettung unglücklicher Umstände schuldig.« »Ja, Miss Sophie.« »Ach, James.« »Ja, Miss Sophie.« »Und besorgen Sie mir doch bitte aus der Buchhandlung Castlespoons etwas über Ornithologie.« »Ornithologie, natürlich, Miss Sophie.«